So, heute haben wir den Spielwind hier in Brocksteg einmal ein bisschen umfunktioniert. Es geht um Oldtimer und Oldtimer-Teilemarkt. Das ist das Wunderbare an der ganzen Geschichte. Man kann hier für die ganzen alten Fahrzeuge auch entsprechend etwas finden. Ersatzteile wie Vergaserteile, Zylinderköpfe, ganze Motoren, Räder, Reifen und vieles, vieles mehr. Also, ich drehe jetzt mal hier rum und fange ein paar schöne Bilder ein für euch, ja? Alles klar. Münch Mammut. Immer seltener sieht man dieses wunderbare Motorrad. Da hat ja einen mächtigen Motor drin. V6 oder V8? V6. V6, ja, oh, der klingt ja auch geil. Ja, dieser wunderschöne Ford. Natürlich mit einem Dreifachregistervergaser ausgestatteter V6. Man hört das auch gleich am Sound, ne? Der hat ordentlich Power, ne? Der hat Power. Was hat er da an Leistung ungefähr, wissen wir das? 220 PS. Ist man nicht untermotorisiert, ne? Nicht wirklich. Der ist auch richtig gemacht. Der hat schon mal den Besitzer gewechselt, ne? Aus Versehen aber nur, ne? Ja. Gab es einen finanziellen Engpass, dann ist er weggegangen, ne? Genau. Gott sei Dank zu einem Freund. So, und das war vor 20 Jahren. Ja. Und dann hast du ihn wieder gekauft jetzt? Ja. Und seitdem ist nichts gemacht worden, ne? Nee, nicht wirklich. Einstellungsarbeiten und neue Bremsscheiben. Wahnsinnsauto! Wie war die Ausstellung? Boah, es ging. Ja, ne, man sieht aber trotzdem immer wieder schöne Sachen. Ne? Genau. Vielen herzlichen Dank. Schönes Auto. Mein Traumauto. Borgward Isabella. Vier Stück von diesen wunderschönen Autos hatte ich damals. Und aus vier habe ich einen gemacht. Und den letzten dann für 300 D-Mark verkauft. Ein Jammer. Moin! Wenn es um alte Autos geht, alte Fahrzeuge, Motore der Holger Christiansen, dann darfst du hier nicht fehlen. Ne? Das nützt nichts. Wie viele Jahre hast du im MSC Jübig die Fahnen hochgehalten? Ja, von 1978 und dann bis 2000. Und da gab es einen Rennfahrer, mit dem habt ihr euch immer rumgeärgert, ne? Och ne, der war doch auch ganz nett. Das wolltest du nicht jetzt hören. Alles klar. Viel Spaß noch. Wir haben viel Spaß gehabt, Egon. Ja, und jetzt auch und heute. Ja. Immer noch. Dankeschön. Alles klar. So wunderbare alte Sachen, fast wie neu aufgebaut, ne? Ja. Das ist Handarbeit, ne? Das ist Handarbeit, echt. Bis vorne raus. Ja, und damit man auch sehen kann, das sind keine Sprüche, hier ist alles, was das Herz begehrt. Für die Oldtimer, sogar Ersatzteile, sogar Scheibenwischermotoren. Selbst die alten Fachzeitschriften wie das Motorrad, alles, was das Herz begehrt. Nicht nur alte Motorräder, Autos, nein, auch viele, viele andere interessante Dinge, die uns ein Leben lang begleitet haben. Ja, unvorstellbar. Dieses alte Speedway-Stadion wird hier mal kurz zum Oldtimer-Markt umfunktioniert. Zündapp! Eines meiner Mopeds, die ich damals auch in der Jugend hatte. Ja, und man kann wieder sehen, unglaublich was los hier. Weil man sieht die Ersatzteile. Wahnsinn, Kinderspielzeug, altes und vieles mehr. Am meisten brauchen wir immer 10er und 13er. Die 10 ist hier. Die sind immer weg. Und da gibt es nur 13. Die Batterie? Ja, das ist eigentlich 10. Die 8er sind rausgesammelt. Alles, was das Herz begehrt.
sogar Gewindeschneider. Ein bisschen angerostet, aber natürlich vom Preis her auch dann hochinteressant. Hey, wie gesagt. Die Grabbelkiste auch 1 Euro. Na, was der Typ wohl dazu sagt. Dieser Stand fällt uns jedes Mal auf durch eine unheimlich kreative Aufbautechnik. Hier ist immer richtig alles schön dekoriert. Ne? Hey Egon, hallo. you can me better. Ja, ne, ich sehe dich ja jedes Jahr hier und immer so viel Liebe mit beim Aufbau. Toll, ganz toll. Wahnsinn, was ihr hier immer alles mitschleppt. Das ist ja nicht zu glauben. Ja, die wollen wir, dass sie wieder nicht mehr nach Hause nehmen. So wunderschöne alte Maschine. Wir laden auch freiwillig ab. Achso, ihr liefert auch an, ne? Ja, das habe ich eben auch gerade gedacht. Jetzt mach mal aus, jetzt muss ich den Akku wegnehmen. Ja, das war ein anstrengender Tag und einige haben schon den Geist so ein bisschen aufgegeben. Dann kommt mal alle gut nach Hause. Tschüss. Tschüss.